Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mighty Quest for Epic Loot. Entschuldigung, leichter Frosch im Hals. Ja, ich habe mal versucht, mir einen neuen Charakter zu machen, weil, also, wie neuen Charakter und überhaupt, also dachte mir, ich könnte mal hier mit meinem Ritter spielen. Problem ist jetzt, was ich habe mir den Ritter gekauft. Man kann hier, wenn man auf Heldentrainer geht, mehr Helden, kann man für 1000 Schlossherzenergie, würde ich sagen, kann man sich einen neuen Helden kaufen. Jetzt habe ich hier den Helden gekauft. Wir machen hier auch gerade mal wieder zu. Kann hier oben umstellen. Jetzt habe ich hier den Ritter Level 1. Name Sir Painhammer. Angriffsdaten Nahkampf B. Brommi Sportler. Slogan, erst hämmern, dann fragen. Hört sich jetzt eher an wie ein Handwerker, aber gut. Ansonsten hat es ein gutes Aussehen von Mama. Ist klar, der Ritter ist eine unaufzahlte Wand. Lest es selber. Vorlesen war noch nie meine Stärke. Ja, und ich dachte eigentlich, ich kann dann praktisch mit ihm neu anfangen und würde hier halt nichts wegmachen und überhaupt. Ich denke, ich werde ihn auch nebenher immer mal spielen und werde ihn auch hochleveln und machen und tun. Was ich jetzt mal gucken wollte, ist, hat er das gleiche Inventar? Er hat das gleiche Inventar. Ja, das ist ja cool. Er hat jetzt hier so ein tolles Holzschwert. Brett mit Nagel drin. Ja, oder so. Ja, kann sich hier halt auch verschiedene Waffen und Rüstungen halt später kaufen. Aber das ist alles ab späteren Leveln. Wollte ich einfach mal gucken, wie und wo das geht. Ich habe hier für 0 Gold konnte man das kaufen, so ein Gimmick praktisch mir geholt. Jetzt hat er Fledermausohren. Fand ich eigentlich ganz nett. Ansonsten steht er halt da in seiner Unterwäsche und einer Nachtkappe mit einem Flämmchen drauf. Später hat er einen Helm mit Flamme drauf und so weiter und so weiter. Gut, das machen wir mal wieder zurück. Und gehen mal auf unseren Stufe 4 Zauberer. Ihr wollt natürlich sehen, wie es weitergeht. Und ich erst recht. Den Hühnerpalast hat man, glaube ich, ja gemacht. Diese Burg von Graf Schottingham ist auch nur Level 4. Aber neben haben wir noch eine Düsterburg. Die würde ich sagen, machen wir zuerst. Unser Auftrag ist es ja, erstmal Level 5 zu werden. Wir brauchen noch 785 und hier kriegen wir 513, das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, und dann probieren wir das einfach mal. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Jo, die 1 war der Schild, 2 war dieses tolle Lebensentzug. Ja, das mag ich ja schon mal überhaupt nichts gedroppt. Das finde ich ja auch schon mal schade. Du hast gefunden, Rattenfell. Rattenfell im Hand. Das Rote ist Lebensenergie. Hier stehen die Gegner einzeln rum. Großartig gefallen. Ja, das hat sich ja voll gelohnt. Wir sind mit reichlich Sachen rausgekommen. Schaut mal. Hier sind wir schon am Ende, aber das hab ich ja mal bewährt. Hier mal so ein bisschen die Monster zu flippen und Gold und andere Dinge. Jetzt kriegen wir hier auch einen Ring. Wir haben ja letztens unseren ersten Ring gekauft. So. Ich glaube, das war jetzt hier das Ende. Dann gehen wir mal in die Lebensenergie rein.
Noch sind wir im 3-Sterne-Bereich. Ja, jetzt sind wir zum 2-Sterne-Bereich gerade runtergekommen. So. Ein bisschen Gold, ein bisschen Lebenskraft und Ausgang. Ja, bewerten wir das. Fand ich ein bisschen blöd, dass das nicht nacheinander zu gehen war. Gut, ja. Nur 443 an Herzlebenskraft. Wir haben hier einen neuen Ring. Was kann er denn? Plus 2 magische Rüstung. Mana wird nicht und bessere Qualität von gefundenen Sachen will ich auch behalten. Pech gehabt. Und hier seht ihr auch von ihm die Fledermausohren. Gut, weg damit. Ein 4er Hühnerpalast haben wir da. Da ist noch eine 4er. Feuchtturm. Heißt das nicht Leuchtturm? Verteidigungswert 75, Fallen 3. Ja. Jetzt muss ich gerade mal rechnen. 84 plus 69 ist doch nicht 53. Oder? Doch. Ha. Okay. Ja, wie ihr ja auch aus anderen Videos von mir wisst, ist Rechnen auch nicht meine Stärke, so wie eigentlich nichts meine Stärke ist. Spielen kann ich nicht, rechnen kann ich nicht. Losgehen kann ich nicht. So. Gehen wir mal los. So. Diese Falle. Ja, das hat sich ja jetzt. Okay. Ich sollte vielleicht auch mal. Wie heißt der? Feuerball mal einsetzen. Den habe ich auf der 3. Gleich am Anfang einsetzt, das geht schon. So, jetzt mal mit dem Messer. Ein Knochenstab. Knochenstab eigentlich. So. Irgendwie wird mir das hier jetzt gerade ein bisschen viel. Ah! Das hatte ich doch. Heil mich, Sterno. Weiter für 60 Gold, ja. Neuanfang, verduften. So. Glaube ich, einer der beiden wiederbelebt hat, kann das sein? Du hast gefunden, rotbrautes Kettenhemd. Als Magier sollte man vielleicht auch nicht mitnehmen. Gibt's hier zu. Ja, tatsächlich wiederbelebt. Ich hab's eben genau gesehen. Die haben einfach wiederbelebt. Gut, die Zeit ist auf jeden Fall abgelaufen, deswegen kann ich hier auch ein bisschen rumlaufen. Also wenn man hier außen entlang geht, kommt man nicht durch die Falle. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und ich muss unbedingt mehr mit dem Feuerball arbeiten. Dass ich den erstmal in die Leute reincrashen lasse. Die Belohnung jetzt hier kann ich mir schenken. Da sind die Gitter drüber. Aber wenigstens das Level bin ich auch gestiegen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das jetzt immer nur in Anführungsstrichen 50 Gold kostet, sich wieder auferstehen zu lassen. Was ist denn hier Upgrade, wenn du unbedingt alle Gegner in Sicht auf...
Was kann ich denn da upgraden? Achso, das kostet mich 150, das Upgrade Level 5. Ah ja. Möchtest du deine neue Fähigkeit? Schleudert einen Blitz. Mitnehmen anstatt dem Rüstungszauber, den ich sowieso irgendwie nie benutze und ja. Da bin ich ja mal gespannt. So. Gehen wir mal hier hin. Den Heiltrank, den ich trinken wollte, habe ich gar nicht geschafft zu nehmen. Hier habe ich 8 Heiltränke, schwacher Heiltrank. Und warum habe ich hier schwacher Heiltrank 4-mal? Sehr mysteriös. Aber gut. Das muss keiner verstehen. Ich wollte jetzt eigentlich eher nochmal hier hin. So, wir sind jetzt Level 5 und Level 5 bedeutet Schrottingham, wir kommen. Nochmal hier gucken, ob wir hier was haben. Was haben wir hier? Ein Stab, der schlechter ist als das, was ich habe. Ein Ring, der blöde ist. Noch ein Stab, der schlechter ist. Magische Rüstung minus 6. Ja, ganz ehrlich, magische Rüstung brauche ich jetzt nicht unbedingt zu. Nee. Gut. Ja, jetzt vermisse ich ein bisschen die Save-Taste. Um dann einfach sagen zu können, gut, dann, wenn es nicht klappt, machen wir einfach ab hier weiter. Also 3 Fernkampf und 1 und 2 Also, wenn der Kampf begonnen hat. Kann ich mal ein bisschen rauszoomen? Das gefällt mir auch nicht, dass ich immer so wenig sehe. So, da schwingt ein Kerzenständer an der Decke. Läuft die Zeit irgendwie sehr langsam oder gar nicht. Was ich eigentlich toll finde. Weil die Zeit ist immer sehr, sehr gut. Ich hab eigentlich immer so einen neuen. Ja, der neue Zauberspruch, der hat's schon in sich. So, was haben wir hier wieder so ein Hamster? Wir haben einen Gegner. Sehr gut. Noch ein Gegner. Ende Gelände. Thank you.
diese Teer- und Federfallen, die hatten wir auch ein bisschen. Den nehme ich. Jetzt eigentlich nicht mit ihm kämpfen. Ich möchte hier noch so viel in der Burg mir anschauen. Ich habe das Gefühl, ich habe einiges ausgelassen und das möchte ich dann jetzt hier auch machen. Ah, nein, nicht schon wieder. Okay. Ja, ich hoffe auch, dass der Sound jetzt diesmal nicht so laut ist. Ich habe den Sound runtergedreht. Ah, da wusste ich doch. Ich glaube, der bespuckt mich da von hinten immer noch. Geht es bestimmt irgendwie weiter, wenn ich das Glück hab. So, noch mehr Fallen. Oh, noch mehr Leute. Schön viel Zeit, die man sich lassen kann. Dadurch, dass mein Mana noch zu sehr hält, weiß ich nicht, ob ich vielleicht einfach noch zu wenig zauber. Ich weiß auch nicht. Eigentlich liegt das auch Spiel so, dass der Magier am Ende einer Schlacht ziemlich out of Mana sein sollte. Weil er dann halt wirklich alles gegeben hat. Aber gut. Vielleicht kommt das später noch mit größeren Zaubersprüchen. Easy Mode, den ich hier habe. Ja, toll. Hier ist jetzt praktisch nur dieser Raum. Da drüben habe ich aber was noch nicht ganz erkundet, so wie es ausschaut.
Ja, ich habe bei solchen Spielen immer das Gefühl, ich hätte irgendwas verpasst oder irgendwas nicht gesehen, irgendwas nicht eingesammelt. Und dann laufe ich lieber nochmal hin und gucke nochmal. Genau, hier drüben geht es hier auch. Hm. Ja, da gibt es auch ein paar Sprünge. Metzger, 500 Kreaturen. Oh ja. Ich Metzger, ich. Da war auch nichts mehr und daraus sind wir schon entlang. Ich glaube, das war's jetzt. Jetzt haben wir alles. Da ist wieder das Hamsterrad. Da gehen wir wieder außen rum. So. Memo an mich selbst. Wenn du einen Magier spielst, vielleicht solltest du immer wieder darauf achten, ein paar Schritte zurückzugehen, nicht den Monstern stehen bleiben. Also irgendwie langsamer auf jeden Fall, aber ich bin mir vorstellen, dass man ja einfach mehr Schaden bekommen sollte, wenn man da dann läuft. Oh, der hat ein grünes Herz. Ekelig. Und was haben wir bekommen? Oh, ich habe aber 0 Sterne bekommen. Lacht er gerade darüber, dass sein Bart ihn. Na gut. So sieht der Magier wohl normal aus mit rotbraunem Bart. Ich finde den weißen Bart schon viel besser. Klicke zum Fortfahren. Da hinten liegt der arme kleine Klopper, Bobber. Geschafft, ihr habt Nottingham besiegt. Ich wusste gleich. Seid eine gute Investition, Freund, und bringt es noch zu was. Ja, ja. Gut, haben wir jetzt was bekommen? Oh, wir haben 2500 und 2500. Um euch zu schützen, werdet ihr diesen Ort mit Kreaturen und Fallen specken müssen. Ja, das müssen wir. Aber seid vorsichtig, Opulentia hat strenge Bauvorschriften, nicht einmal ich umgehen kann. Glaubt mir, ich habe es versucht. Ihr könnt einen Bossraum haben. Wenn ihr weiter vorankommt, wird sich die Zahl erhöhen. Beginnt mit dem Bau einer Lebenskraftmine. Alles, was ihr in eurem Schloss setzt, braucht diesen Saft. Jo. Architektenbüro. Bauen. Lebenskraft. So. Nehmen wir die Lebenskraftmine gerade mal hier gegenüber der Goldmine. Die ist auch in 5 Sekunden fertig gebaut. Kann in großartig. Nun solltet ihr einen Beschwörungsportal errichten. Eure Untertanen aus dem Land der Beschwörung. Mhm. Ich habe eine Beschwörung. Ist klar. Ein Beschwörungsportal. Hatte ich schon mal versucht zu bauen, habe mich aber geärgert, dass ich das konnte. Ja, hier hinten können wir komischerweise gar nichts mehr in der Richtung bauen. Oh, doch. Können wir. Das Beschwörungsportal können wir hier hinbauen. Hätte ich auch die Mine da hinten hinstellen können? Nö. Das Beschwörungsportal stellen wir mal. So. Ja. Ich habe schon ein Monster in meinem Dings, weil ich so ein Package gekauft habe, um es nochmal zu wiederholen. Und ja, bin da mal gespannt. Es wird Zeit für deine ersten Untertanen. Boah, gehen wir mal auf Spuren. Ärmling. Ja. Wähle eine Kreatur aus der Liste und klicke auf Kaufen.
Schnäuzelchen. Fernkämpfer kaufen. In dem Bossbereich. Untertan hinzufügen. Du kannst mehr als eine Kreatur derselben Art hinzufügen, ohne zum Beschwörungsportal gehen zu müssen. Versuche eine zweite hinzuzufügen. Du kannst. Was? Ja, hab ich doch. Zwei weitere hinzuzufügen. So, das haben wir noch. Verteidigungswert. 3 von 5. Ich zeige euch, wie ihr Feuerbeschwörungsportal. Wie ihr Beschwörungsportal aufrüstet und neue Kreaturen fallen so. Upgrade. Hey, wer hätte das gedacht, dass man es darüber aufrüstet? Was können wir denn dann? Zyklop und Klebminenfeld. Das war das, was mich genervt hat. Es würde mich jetzt mal interessieren, ob ich auch die paar Sekunden einfach warten kann, bis es fertig ist. Ich meine, das ist in 10 Sekunden fertig. Ich trinke mal kurz was. So, ich hoffe, ihr habt auch die Pause genutzt. Ja, von wegen da draufklicken. Eine neue Kreatur steht zu euch. Bla bla bla. Brandneu? Was? Brandneu. Klicke auf Beschwörung-Knopf. Der Zyklop. Yeah. Nehmen wir den doch. Und setzen den auch hier in den Bossbereich. Vorne dran. Hier auch außer die sitzt. Das Bereich darf gesetzt werden. Mhm. Die da oben wollen scheinbar nicht, dass euer Schloss zu undurchdringbar wird. Nicht ganz freie Marktwirtschaft, wenn ihr mich fragt, aber die haben gute Anwälte. Hahaha. Noch eine wichtige Sache, wenn ein anderer Held euer Schloss plündert, verliert er 20% des Goldes aus dem Speicher. Sorgt also dafür, dass eure Verteidigung stark genug ist. Ich behaupte jetzt mal, das kann man gar nicht. Füge weitere Kreaturen, bis dein Verteidigungswert 25 erreicht. Kreaturen findest du im Beschwörungsportal. Ja, das weiß ich, dass ich die finde. Ich will jetzt erstmal was anderes probieren. Verteidigung. Wo kriege ich denn meine Kreatur? Kann ich die nicht irgendwo hier auspacken? Bestenliste. Irgendwie hatte ich schon mal gesehen, wie meine Kreatur heißt. Ich habe so einen Raptor oder Babyraptor oder wie auch immer. Aber. Fallen. Fallen kann ich noch nicht drauf zugreifen. Upgraden kann ich es auch noch nicht, obwohl ich genug Geld hätte. Das ist ja mal wieder super. Heldentrainer kann ich jetzt nicht mal anwählen. Aber dann muss ich hier erst zumachen. Nein, ich kann praktisch nichts anderes anwählen. So schön das Tutorial auch ist, aber ein bisschen Freiheit wäre schon schön gewesen. Wir kaufen noch einen Zyklopen. Hier vorne eine neue Verteidigung auf.
bauen hier. Dich. Warum kann ich nicht noch einen Zyklopen kaufen? Warum kann ich nicht noch einen Zyklopen kaufen? So. Und da hinten dran hätte ich dann jetzt praktisch gern. Ist ja cool eigentlich. So, die passen dann hier praktisch zusammen. Fallen helfen mir, das Schloss besser zu beschützen. Lege jetzt eine Falle. Lass mich raten, ich soll auf Falle drücken. So. Eigentlich hätte ich es gerne, dass hier vorne so eine Falle ist. Dann können die nicht schnell laufen. Gute Arbeit, ihr könnt stolz sein. Das Schloss ist nun der Uneinnehmbarkeit einen Schritt näher. Ja, ist klar. Vergesst nicht, später noch weitere Kreaturen einzurichten, wenn ihr alles ausbaut. Oh ja. Warum habe ich hier jetzt auf einmal wieder einen roten Bart? Die Reise beginnt. Ich denke, es ist an der Zeit,